Hallihallo! Wir haben gerade ein Match gefunden im Evo's Laboratory. So, da wird direkt Helio gebannt. Okay. Und wisst ihr, was ich davon halte, wenn ihr schon ein paar von meinen Runden geschaut habt? Wir sind der Letzte. Newbie. Nice. Warum spielt das Newbie direkt ranked? Naja, was soll's. So, dann kommt der Quark-Bann und sind eigentlich die üblichen Sachen schon gebannt. Also würde mich wundern. Würde mich wundern, wenn ihr wirklich an einem Platt 4 ist, weil ich bin Bronze 2. The Fuck? Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn ich hier als Bronze 2 spiele, nicht mit Bronze 2, aber mit Bronze-Spielern gematcht werde. Das wundert mich arg. So, oh, okay, ich muss Firepower spielen. Okay. Spiel ich Firepower. Ich liebe einfach Pub zu spielen. Das ist wirklich, also wenn ich hier gegen Platin-Leute spiele, dann muss ich mich nicht wundern, warum die Gegner richtig stark, manchmal sind manchmal richtig kacke. Wenn das quasi das Ranking einfach nicht berücksichtigt. Das ist ein bisschen Quatsch. Das ist quasi ein Casual-Spiel, wo man dann noch Punkte fürs Ranking kriegt. Komisch. So, hier haben wir das mehr Leben. Hier haben wir mehr Leben drin, wenn wir Gegner treffen. Wir könnten die Range increasen. Ich will aber eigentlich immer das Leben haben. Hier habe ich, damit ich die Leute mehr ziehen kann. Habe ich das genommen. Ja, müsste passen. Bisschen merkwürdig, was jetzt gerade im Chat geschrieben wurde. Wie gesagt, dass hier Platin, Gold und Bronze alles in einem Match ist, in einem Team. Das widerspricht so ein bisschen dem eigentlichen Sinn eines Rankings. Ich will hier im Ranking gegen Leute spielen, die genauso gut, schlecht sind wie ich im Zweifel. Oder beweisen, dass ich besser bin und dann im Ranking aufsteigen. Aber in dem Moment, wo ich halt nicht besser bin als die, müsste ich theoretisch auf meinem Rang bleiben. Aber wenn ich auf Bronze halt schon die komplette Bandbreite kriege, kann ich schlecht. Also wenn ich als Bronzespieler theoretisch eigentlich in Silber gehören würde, aber gegen Platin spiele, nützt das nichts. Das demotiviert mich gerade ein bisschen. Das Problem hatte ich mir schon beim LoL-Ranking, dass das nicht so richtig gestimmt hat mit dem, was man eigentlich war. Ah. Jetzt spielen wir erstmal eine Runde. Pop. So. Wir hecheln uns mal darüber. So, benutzen wir hier nochmal das Overcon. Wer das auch zählt. Haben wir noch den Season-Auftrag, nämlich, dass wir irgendwie noch 9 Mal das Overcon im Match benutzen müssen. Gather round, children.
Also sie ist halt AOE King. Na, guck mal. Noch frech, genau getroffen. Okay, die hat schon. Da laufe ich noch eine Runde mit, würde ich behaupten. Müsste hier nicht noch ein bisschen weiter, um beide zu treffen? Achso, und er schmeißt ihn weg, okay. Kommt direkt da, okay. Und er hat keine Heilung drauf, sondern er vertraut. Laser deployed. Ignore's cover, also wir spielen genauso wie ich. Ja, hat es auch getroffen, nice. Ja, ich bin sichtbar. Wer hat mich gerade getroffen? Das ist natürlich ein bisschen doof. Wenn ich jetzt sichtbar bin, wird sie bestimmt ausweichen. Das tat weh. Ich dachte, sie wird auch recht aus. Doof. Ich dachte, sie wird echt aus, anstatt da dorthin zu laufen. Sie muss ausweichen, sie ist tot. Mal sehen, ob wir nächste Runde jemanden ranziehen können. Okay, sie shieldet einfach. Ja, sonst ist natürlich nett, dass ich sie nicht angreife. Fresse ich lieber die Antwort, die nicht sich shieldet. Hat sie mehr Energie drauf? Cooldown von Stand and Fight hat sie drauf, okay. Das ist sehr interessant. Dann bleibe ich einfach liegen, okay. Gehen sie wahrscheinlich die Heilung holen. Ja, genau. Na sehr gut, da kann ich jetzt zwei fressen, wenn die nicht ausweichen. Werden ja wohl nicht beide ausweichen. Machen wir eine Runde Dingens rein. Das würde ich. Achso, er will seine Ulti dort reinsetzen. Ja, und er hat seinen Dash nicht, weil er so früh die Ulti gekriegt hat. Das halte ich für ein bisschen Quatsch. Wer möchte einer ausweichen? Vielleicht eine weicht aus. Ah, oh, sie weicht so aus, dass immer noch drin ist. So, aber sie ist auch tot. Wir sind gerade ziemlich hart gegroupt. Ja, ich hätte uns angreifen sollen. Au. Gut, dass ich mich geschildert habe, sonst wäre es echt bitter geworden.
So, gehen wir eine Runde da raus. Oder versuchen es besser gesagt. Was für eine Ulti hat er? Second time. Okay. Sprich, die ist echt schwer zu hitten. Wenn wir uns bewegen, sollte das schwierig werden für ihn. Guck, guck. Ja, sehr gut, nicht ausgewichen. Keine Lust, da alles abzukriegen. Und er ist dead. Sehr gut. Ach, fuck. A warrior's work is never done. Brauchen wir wahrscheinlich nicht bewegen, weil sie wird uns hier einsperren gerade. Brauche ich mich wahrscheinlich nicht bewegen. Oh, damit ist sie sogar tot. Natürlich interessant. Ne, ist er nicht. Ich glaube, 17 Damage mache ich nicht. Wisst ihr, ich sage mich doch, ich brauche nicht bewegen. Würde ich mal ulten, ne? Wenn die hier alle so schön stehen. Sie kann nicht ausweichen und für sie wird es schwierig auszuweichen. Würde ich mal behaupten. Ich mach trotzdem irgendwie 60 Damage oder 56. Stirbst trotzdem, trotz Schild. Ah, verdammt, mit Weak nicht mehr. Mit Weak schaffe ich es nicht, sie zu töten. Aber sie ist gescrambled. Ah, sie ist trotzdem tot durch einen Angriff. Nice. So, hat gereicht. Bin ich aber natürlich revealed. Ich glaube, ich werde auch immer revealed durch ihre blöde Drohne, ne? Attacks invisible enemies. Nehme ich mal mit. Und ich will die 20 Leben haben, die ich davon krieg. Do not underestimate my reach. Nice. Ja gut, wir kriegen den Schaden, aber... Das war Heilung. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut im Vorteil. Na, das hat er nicht getroffen. Schade. Das ist nicht so geil. Moment mal, ich kann auf ihn springen. Sehr gut. Weiche mal eine Runde aus. Im Zweifel nehme ich jetzt einen Schuss für unseren angekratzten Frontliner. Könnte zumindest passieren. Ah, sie wird aber ihre Ulti benutzen, um sich zu heilen. Und sie auch zu retten. Schade. Also hat es nichts gebracht, sich zu retten. Whoop, da ist. Gebackt. Noch zwei extra Schaden, wenn Cover in der Nähe ist.
Die Ulti war sehr stark. Und ja, ziemlich gut gerade. Preparation is key. Und wir sind wieder aufgesplittet. Nicht so geil. On the hunt once more. Wir laufen mal wieder in die Mitte dort. Und wird sie immer noch getroffen von der Drohne. Ich stehe eigentlich pro, genau, pro Enemy hinter. Also eigentlich sollte ich versuchen, den Megabyte nach meinem Unsichtbarkeit zu benutzen. Knapp. Ja, verdammt. Er hat mich also noch erwischt. Bin aber nicht mehr in der Nähe. Ich hab da noch eine Runde mehr, genau. Ist gerade insgesamt nicht so geil, was wir hier tun. Wenn mich jetzt jemand trifft, bin ich also tot. Mit meinen 3 HP. Kriegt jetzt Heilung. So, ich heile mich auch in ihr hoch. Aber sie könnte nach oben schießen. Man kann also das gar nicht überleben. Kann also sein, dass ich gar nicht überlebe. I'll bless the smiles on their faces. Trying at heroics? Serious. Wir sind alle ziemlich lau. Und sie schießen nach oben. Ah, ich bin nur 9, dann überlebe ich das doch. Er wird wahrscheinlich L töten. Zumindest wahrscheinlich. Ja, 45 Bam drauf. Sie kann theoretisch noch ausweichen. Sie wird ausweichen, denke ich. Ja. Der Blackburn ist zwar ganz okay, aber es ist nicht, dass der Blackburn der gut ist. Four turns remaining. Electrage, gut. Warum denn was? Die Aurora ist doch gut im Gegnerteam. Moment, jetzt guck ich mal die Stats an. Die hat 300 Damage und 288 Dingens. Das ist doch super. Guck mal, hab ich sogar Aurora getroffen. Ja, wüsste ich mich jetzt? Dann bin ich nicht tot. Ja, tot. Aber Aurora kann nicht frei laufen. Zumindest das habe ich noch erreicht. Das habe ich noch erreicht.
1, 2, 3, 4. Ich denke, ich spawn mal hier. Dummerweise ist es halt jetzt. Ich weiß nicht. Das habe ich zu spät angepinkt. Wir sind ja schon im Clustern. Ja, wir machen das übereinander. Dass man da nicht raus. Ah, doch, man könnte ja rauskommen. Hätte man es genau miteinander gemacht, würde man nicht rauskommen. Ich glaube, sie konnten diese Runde schon ulten. Ne, kann sie nicht. Der hat ja den Cage drunter gemacht, stimmt. Oh, you're all dust in the wind. Tja. Damit ist unser Support das Problem. Unser Support ist das Problem. Tja, Gray ist almost down, aber. Sie ist in danger. Und wenn Lockwood kann sogar, glaube ich, sogar noch auf sie schießen, dann ist es eh quasi GG. Aber Blackburn meine ich, nicht Lockwood. Aber Blackburn hat nicht geschossen. Aber sie kann nicht ausweichen. Eine ganze Weile nicht. Schade. Final turn. Ich komme nirgendwo ran. Sinnvoll. Ich kann mal das machen, aber. Ich denke eher, dass hier unten sein wird. Ich kann sogar sehen, ob sie unten ist. Ja, sie ist unten. Oh, ein Normal Dash von Gray. Schade. Schade, schade, Schokolade. Hätte man einfach nur da angreifen müssen, wo sie ist. Ich war halt zu weit weg. Naja, was soll's, passiert. Ich mag trotzdem Pub spielen. Mir macht das Spaß, mit ihm zu spielen. Und ich denke, ich habe auch einen ganz guten Job abgeliefert, hoffe ich mal. Aber Gegner waren besser. Und wie gesagt, was ich hier am Anfang gehört habe, von wegen, die wären irgendwie Platin und Gold, ist. Freut mich gar nicht, wenn ich das höre, weil das zeigt einfach nur, dass das Matchmaking nicht funktioniert. Naja, was soll's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen.